Hallo ihr Lieben, heute habe ich alle 78 Tarotkarten dabei und wir wollen zusammen einen kleinen Impuls ziehen. Ich gehe davon aus, dass dieses Thema, das wir jetzt gleich sehen werden, mit jedem von euch zu tun hat. Also jeder, der dieses Video sieht, hat sicher auch ein Thema mit, alle Achtung, hier, oh lala, schaut mal hier, das sind die 5 Kelche. Also, man sieht ja schon, dieser Mann hier, der scheint ein bisschen traurig zu sein, er ist ja auch schwarz angezogen. Und was ist passiert? Hier sind 3 Kelche, die umgefallen ist. Also hier ist irgendwie was Schlimmes passiert und zwar sind Gefühle verletzt worden. Kelche stehen immer für Gefühle. Es ist also hier was umgestoßen worden. Gott sei Dank stehen hier aber noch 2 weitere Kelche. Also er besinnt sich jetzt momentan auf diese Trauer. Aber wenn man da hinten genau guckt, sieht man auch eine Brücke, die ins neue Land sozusagen führt. Also diese Karte bedeutet Niedergeschlagenheit, Trauer, ja. Auch deswegen Trauer, weil man vielleicht selber was angestellt hat, also selber jemanden anderen verletzt hat, dann sollte man das auch wirklich sozusagen die Verantwortung dafür nehmen, auch bitte sich die Trauerzeit gönnen, aber nicht allzu lang da bleiben, sondern sich abwenden, weitergehen hier unten, hier hinten öffnet sich schon die Brücke für das Neue. Also ich hoffe ja nicht, dass jetzt alle hier total niedergeschlagen und traurig sind. Es gibt auch andere Tarotkarten. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder.